Hallo, liebe Freunde. Willkommen zum Let's Play. Nochmal Chain of Memories. Jetzt ist der Advanced-Teil von Kingdom Hearts. Das ist sozusagen einfach nur so eine Art Prequel zwischen dem ersten und zweiten Teil. Was ein bisschen erzählen soll, wie er auf einer Sitzungsmitglieder platt macht. Lokalisationsmitglieder platt macht. So. Das erste Mal, wo ich Kinder 12 habe, ich mich gewundert. Das ist das erste Video, in dem er wie er so ein komisches Trepp durchgelaufen ist und die Malux hier gekämpft hat. Ich habe mich gefragt, wo kam diese Szene? Und hier war das. Naja. Ich weiß noch nicht, ob es auf. Ich stehe euch aber nochmal auf Visor Weaver Spieler mit Riku. Weil es gar nicht mal sehr schwer. So einfach. Lass uns das schöne Video gucken. Was sehr gut für Advance ist eigentlich. Schon so eine gute Karte gehabt zu Advance Zeiten. Ziemlich beeindruckend. Ziemlich beeindruckt das einfach nur. Generell Kingdom Hearts Spiel sind gut. Am Video her alles gut. Oder liegt etwas, das du brauchst? Doch nicht so lang musst du etwas Wichtiges verlieren. Das hört sich mal ja nicht mal so gut an. Schade, dass man nicht sagen will, was ist. Denn für die Leute, die es nicht wissen, wäre das schon blöd. Das ist der Schlösser des Fallens. Wir werden uns fortbewegen. Ziemlich groß. Oder auch nicht. Kingdom Hearts, Chain of Memories. Das sind die Spiele quasi. Scheint niemand da zu sein. Dürfen wir wirklich so einfach reinplatzen? Wir müssen den König finden. Okay, ich lasse die Stimme mal stellen. Den König? König Mickey ist hier? Vielleicht, ich habe da so ein Gefühl. Wirklich? Jetzt, wo du sagst, habe ich auch das Gefühl. Wirklich, mir geht's genauso. Ein Blick auf dieses Schloss. Und ich wusste es. Wir sind hier. Und wir auch. Sieh mal einer an. Meisterhörner denken alle gleich. Goofy über den Meisterhörn. Oh weia. Ich fasse es nicht, das kann doch kein Zufall sein. Oh, Jiminy, weißt du das? Ich hab's auch gefühlt. Oh, vielleicht ist das ansteckend. Ach, Goofy. Vielleicht ist hier was faul. Ich finde, wir sollten uns morgen sehen. Machen wir das. Hey, wo willst du hin? Ich umsehen gehen. Was ist los? Hast du Bammel? Jetzt nicht, ja. Nicht albern. Komm, Goofy. Alles klar, aber wir sollten die Tür hinter uns schließen. Ausrufezeichen? So war. Die coolen Typen sind da. Richtig cool aussehen. Wer ist das? Das muss ein Haupttor sein. Mal sehen, wie die Wirkung eine Zauber auf ihn hat. Das ist wie ein Mann. Das soll ein Herzloser sein. Und naja.
Blitz. Gar nichts. Hä? Seltsam. Blitz, Blitz, Blitz. Feuer, Eis. Verstehe ich nicht. Wieso klappen meine Zauber nicht? Das ist doch wohl offensichtlich. Also der Schlossbeton ist für jeden Zauberspruch und jede Fähigkeit verlernt. Das beschränkt sich nicht nur darauf. Finden, verlieren und verlieren, finden. So lautet die Devise hier im Schloss des Entfallens. Schloss des Entfallens? Ja, hier triffst du Menschen, die du kennst. Menschen, die du vermisst. Also ich vermisse aber niemanden. Riku, meinst du Riku? Er ist hier? Möchtest du ihn finden? Wenn ja, dann... Was hast du getan? Ich habe deine Erinnerung geprüft und daraus das hier gemacht. Das hier ist der Schlüssel für den Wiedersehen mit deinem Lieben. Ist das eine Spielkarte? Sprechen Sie dieser Karte weiter. Ich finde deinen Freund. Halte eine Karte vor dich, die Tür wird sich öffnen. Wart eine neue Welt. Die Stadt Perverse. Dann gehen wir mal in die Stadt Perverse. Ungefähr so. Hier so. Um zu verlieren und erneut zu finden. Finden und nur um erneut zu verlieren? Ach man. Alles so verwirrend. Kommt Leute, gehen wir. Halt, stopp, hier sind wir falsch. In der Stadt Traverse. Nicht die Realität. Die Stadt ist eine Illusion, die in deinen Erinnerungen an dieser Karte entstanden. Meine Erinnerungen? Vergiss das jetzt so. Gehen die anderen beiden. Beiden ab. Schönheit, Rufi, hey, wo seid ihr? Was habt ihr mit ihnen gemacht? Sie sind der Knall der Karten ausgeliefert. Ja, schon die Karten, ihre Stärke ist wieder da. Dein. Setze ich. Ich muss es verlangen, dass deine Freunde Karten verwendet werden. Und da kommt die Donut-Karte. Und im Herzen liegen, dann wirst du sie stets aufheben. Hey, das sind wir. Die Karten werden ganz vorne in den Karten sortiert. Spielst du sie aus, können deine Freunde zu Hilfe geeilt. Da ist Donut! Mit Donutfeuer. Benutze Karten. Verschwinden. Doch, sie tauchen hier und dann wieder auf. Um hier beizustehen. Karten sind die Herzen. Freunde. Diesen Schluss besteht der Herrschaft der Karten. Wenn Gegner dir einen Weg versperrt oder eine Tür. Karten sind das einzige Mittel, um sie zu überwinden. Du darfst darüber auch nicht deine eigene Stärke vergessen. Hey, springen. Das ist mal links und rechts. Das ist nicht, oder? Denke zuerst selber nach. Bewege dich und spiele dann eine Karte aus. Jeder Zug, den du machst, braucht eine Karte. Du all deine Karten bist du handlungsfähig. Oh, weggedeckt. Ach, scheiß drauf. Und was ist nun? Und das Spiel hängt.
Tut mir leid. Ich will einfach das loswerden. Ja, das ist ein Nachteil eines Emulators. Willst du deine Karte zurück, musst du dich konzentrieren. Wünsche dir, dass die Karten zurückkehren und sie werden es. Und da sind meine Karten wieder. Die Kraft deines Herzens hat die verlorenen Karten zurückgebracht. Kannst verlorene Karten zurückholen. Du musst sie nur wünschen. Und jeden Mal werden die Karten länger brauchen, um sie zurückzukehren. So uncool. Doch die Karten sind keineswegs unbegrenzt. Nütze sie weise. Zieh den Kampf oder voraus und entscheide dich, für welche tiefsten Karten du jede Karte Z ausspielen. Die vier Kartentypen, die du im Kampf verwenden kannst, sind zwei Batterien aufgeteilt. Erstmal die fast Angriffskarten, Magiekarten und Itemkarten. Die zweite besteht allein aus Feindeskarten. Um Karten aus den anderen Kategorien zu verwenden, Select. Die Karten werden dir Kraft geben, egal ob du angreifst oder dich verteidigst. Oh ja, wenn du angreifst und wann du dich verteidigst, liegt bei dir. Ist das nicht? Alles in Ordnung mit euch? Habt ihr gesteckt? Du bist uns. Und das war dieses seltsame Licht und danach weiß ich nichts mehr. Dich zu erinnern, meiner. Reisekunden muss immer aktuell sein. Hey, Moment mal. Woher hast du die neuen Klamotten? Du auch, Goofy. Und es erlaubt sich einen Spaß mit unseren Kleidern. Die Karten schon wieder. Musst du das selbst beantworten. Und mach mal kurz einen Cut. Bis zum gleich.